Sie sind hier, 23. Oktober 2018, 12.08 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt steht bis 2020 bei PSG unter Vertrag. Urheberrecht Getty Images. Kevin Trapp ist bis zum Saisonende von Paris Saint-Germain an Eintracht Frankfurt verliehen. Sportdirektor Bruno Hübner zeigt sich optimistisch. Torhüter Kevin Trapp ist bei Eintracht Frankfurt der erwartete Rückhalt. Der 28-Jährige ist bis zum Saisonende von Paris Saint-Germain ausgeliehen. Danach müsste er in seine Metropole zurück. Doch Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner stellte nun in der Bild einen Verbleib von Trapp über das Saisonende hinaus in Aussicht. Es gibt sicherlich Überlegungen, Kevin über die Saison hinaus zu halten. Aber im Moment ist es noch zu früh, um über Konkretes zu reden. Der Vertrag des Torhüters bei Paris läuft im Sommer 2020 aus. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Mehr.